Ja, hier soll es um Körperstrukturen gehen. Und zwar, ich betrachte mir wieder eine Menge, diesmal K für Körper. Auch wieder bezüglich, wie beim Ring, Addition und Multiplikation. So, auch wieder für Plus und Mal. Auch wieder ein kartesisches Produkt. Das muss abgebildet werden auf K wieder. Also den Körper. Es muss in dieser Menge bleiben. Und zwar, ich fange hier auch wieder mit der Addition an. Für die Elemente A, B, C. Aus K. Dafür muss gelten auch wieder das Assoziativgesetz. A plus Doppelpunkt. A plus Klammer auf. B plus C Klammer zu. Soll sein Klammer auf. A plus B Klammer zu plus C. So. In der Menge muss es auch wieder ein neutrales Element geben. Das ist hier auch wieder die 0. Plus A soll sein. A plus 0 ist gleich A. So. Dann muss es auch wieder ein inverses Element geben zu jedem Element A. Das ist ja die Subtraktion. Ne? Also ich addiere ein negatives. Also ein inverses Element. Also Minus. Plus, Minus. Gibt Minus. Hätte ich bei den Ringstrukturen schon sagen sollen. Also A plus Klammer auf Minus B. Ne, Minus A. Ist gleich Klammer auf Minus A Klammer zu. Plus A muss 0 sein. So. Zur Multiplikation. Da muss auch wieder das Assoziativgesetz gelten. Also A mal Klammer auf B mal C Klammer zu muss sein Klammer auf A mal B Klammer zu mal C und für die Multiplikation muss es diesmal ein inverses Element geben. Zu jedem Element muss es ein inverses Element geben. Also A mal A hoch minus 1. Also es wäre sowas wie 1 durch A. Soll sein A hoch minus 1 mal A gleich Ach Quatsch, ich habe was vergessen. Entschuldigung, alles nochmal zurück. Ich muss erstmal ein neutrales Element haben. Und zwar ist es bei der Multiplikation die 1. Also 1 mal a soll sein a mal 1 ist gleich
A. So, und zu jedem Element A muss es ein inverses Element geben. Jetzt kommen wir zu dem inversen Element. Also A mal A hoch minus 1 soll sein A hoch minus 1 mal A soll 1 sein. Da muss 1 rauskommen. So. Bei der Addition habe ich noch das Kommutativgesetz vergessen, sehe ich gerade. Schreibe ich mit hier drüben hin. Da muss gelten A plus B ist gleich B plus A. Und das muss nämlich auch bei der Multiplikation gelten. Also A mal B muss B mal A sein. So. Und hier, auch wie bei den Ringen, muss das Verbindungsgesetz gelten. Also A mal Klammer auf B plus C ist gleich A mal C plus B mal C. So, auch wieder das rechts, das war jetzt das Linksdisputivgesetz und kommt noch das Rechtsdisputivgesetz dazu. Also A plus Klammer auf A plus B Klammer zu mal C ist gleich A mal ja doch da. A mal B, da ist falsch. Da war ich schon zu weit. Also A mal B plus A mal C. So. A mal C plus B mal C. So muss es sein. Jo, das wäre jetzt zum Thema Ringstruktur, ja, nein. Körperstruktur. Okay.